Kabel ist gar nicht auffällig. Also ich finde das mit Schlüssel besser. Ah, hier haben die wenigstens eine schöne Blindkappe reingemacht, ja. Ja, wir haben hier auch Busse, die haben hier ein Loch. Ja, meine ich ja. Also du kannst einfach ein Kabel unauffällig auch rausziehen. Dann. Ja, und dann funktioniert die Leitstelle in einem Bus, kaputt kriegst du einen neuen. Ja. Thank you.
Mal immer einkassiert. Mit Lichtbildausweis ist sie auch fertig. Das Ding, was du da dazu kriegst, ist im Prinzip einfach nur ein Ersatz für einen Ausweis, dass du nicht einen Ausweis mitschleppen musst, wenn du mit dem Bus fährst. Trotzdem wurde mir die Werttage zweimal einkassiert. Trotz Ausweis. Danke. Dann bist du selber schon. Was für ein Wertmann? Ja, ganz normale Wertmann. Von deiner normalen, also das ist hier gegangen. Da ich das Bild vorstelle. Ja, mir hat der auch zweimal schon angedeutet. Ja, geh mal bitte zu deiner Personalabteilung, hol dir bitte eine neue, da das Profi-Card-Siegel nicht mehr vorhanden ist. Da sich das ja so abkürzt. Du bist auch ganz ehrlich, dass ich nicht neu auf. Janik hat seine Folie kaputt gemacht. Da habe ich gesagt, nimm meine. Ich habe meine ja hier so. Hier mit drin an. Hier bewegt es sich auch. Weil dann kam ja... Wir kriegen eh neue.
dann kam ja auch die Meldung. Bei dem meinten auch schon, vor 10 Jahren hat sie in 2 Jahren neue Rechner bekommen. Jetzt sind 4 Jahre um, jetzt heißt es ja 2 Jahre. Ja. Und 4 Jahre dann wieder heißt es 2 Jahre. Ja, bei uns. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich in 10 Jahren mal nach Hamburg zu Besuch komme, dass wir dann neue Rechner haben. Allein Strom, das habe ich gehört, die U-Bahn-Drucker wurden ja 14 Jahre lang ausgemessen und produziert und keine Ahnung. Hat 14 Jahre gedauert, bis der endlich mal nachweisbar war. Ja, der Drucker, den wir jetzt haben, ja, haben die Büroleute. Nicht 14 Jahre. Der Teil 12 oder 14 Jahre, ich weiß nicht. Nein, nie im Leben. Der mit Drucker sind besser. Kannst du zum Norden zählen.
Ja, das na gut, das ist Osten. Eher zum Nordosten. Zählt aber zu wäre Osten. Ja. Ja, das ist also im Prinzip der Grenzbereich. Ne? Ja,
Hier, sowas hätte ich auch mitbringen können, ja. Wettet immer noch der Besser. Ich krieg Gelenkbusse, ne? Die hast du Gelenkbusse. Das steht schon da. Ja, vor zwei Wochen haben die ein Foto aus dem Werk gekriegt. Ja, wir kriegen noch ein paar mehr, nur irgendwann nimmt der Platz ein bisschen ab auf dem Hof, deswegen müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Funktechnik in den Griff kriegen. Es stehen ja 5 Gelenkbusse und 3 Solobahnen bei uns auf dem Hof. Einige haben sogar schon Kennzeichen. Das heißt, die kosten unnötig Geld. Weil die werden nicht die Kennzeichen haben und wieder abgemeldet worden. Doch, wollte doch schon einer. Ein Solo. Ja, der hat dann aber ganz sicher keine Kennzeichen mehr dran. Der hat ja jetzt mal gestellt, doch 3,5 oder so glaubt, dann hat er mich noch abgemeldet. Und so war der Bus auch fertig. Der steht ja wieder auf dem Hof. Ich weiß aber auch nicht, wo 1627 ist, ne? Mit dem bin ich ja eine ganze Nachtschicht gefahren. Gehst du nicht sofort? Kannst du warten, wenn das nicht wieder auf. Weil die wollten mich nicht. Ich wollte dich da ja hin. Seitdem ich beim FBK war, da habe ich mir auch eine Antwort geschrieben und dann haben die gefragt, ob ich da eingefügt habe. Was das heißt, nein, sag ich, und dann habe ich zu schnell, da habe ich ja den Kern bekommen und habe ich gesagt, ich bin gut, jetzt habe ich bei der Hochschule angefangen. Und dann kam der Kopf schon, hey, ja, wir wollen dich doch. Denke ich dann mal. Das hatte ich ja bei dir auch nicht. Ja, in alle konntest du dich ja nicht bewerben. Da habe ich mich in Leipzig beworben. Da haben sie sogar damit geworben, wir suchen junge Leute. Ne? So. Und die haben auch gesagt, an meinen Noten und so weiter und an meinem Verhalten im Gespräch und so weiter, haben sie, trauen sie mir durchaus zu, dass ich in diesem Alter schon ohne irgendwie noch ein freiwilliges soziales Jahr dazwischen zu stecken, irgendwie die Ausbildung schaffe. Nebenbei da mein PKW und meinen Busschein machen kann. Aber sie haben mich erstmal auf die Warteliste gesteckt und dann habe ich gesagt, ja, wenn sie das doch so toll finden, warum bin ich dann auf der Warteliste? Konnten sie mir keine Antwort drauf geben. Dann habe ich zu ihnen gesagt, dann müssen sie aber damit rechnen, dass ich weiter suche. Ne? Und wenn sie dann sagen, ich kann jetzt gerne bei ihnen anfangen, müssen sie damit rechnen, dass ich dann schon was habe. Haben sie nur gesagt, dass sie das sehr schade finden. Und da habe ich dann nur darauf geantwortet, dass ich ja da auch nicht ein ganzes Jahr zu Hause rumsitzen will, nur weil ich dann die Absage verdient habe. Ja, natürlich als Späteinsteiger. Und dann haben sie mir geschrieben, per E-Mail. Noch keins? Nö. Zumindest keins, wo ich jetzt mal eben so gleich, ne, also dieses Handy hat da noch nicht existiert. Lass sie dich nehmen, oder was? Ja. Ich möge mich bitte innerhalb der nächsten 48 Stunden melden, wenn ich noch Interesse habe. Weißt du, wann ich das gelesen habe? 3 Monate, nachdem sie es geschrieben haben. Da habe ich hier schon 3 Monate gearbeitet. Weißt du, die haben mir am 29.07. geschrieben, dass ich gerne am 1.08. anfangen darf. Ja. Weil die keinen gefunden haben. Und dann, ja komm, nehmen wir den, der war nett. Aber bei mir war das ja auch so. Ich habe mich bei der FFG beworben und bei der KVG bloß als Fachkraft gefahren. So. War ich bei dem beim Gespräch, der hat gesagt, komm, wir machen ein Gespräch, wir quatschen, also wie das dann hier läuft. Wie du das machst, ne? War ich da, hab mit dir geredet. Das war einfach so, er ist der Betriebshofleiter für Werkstatt und Betriebsablauf. Und ist so gesehen für den Hof der Personalleiter. Er ist so gesehen Mami für alles. Ja. Weil das so ein kleiner Sofa hinfällt. Das war sicher. Genau wie Bildung. Ja? Genau wie Bildung, aber das ist einfach alt. Feld haben sie doch dicht gemacht. KVG? Nein. Ja. Oder ist geplant dicht zu machen? Geplant. Weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, irgendwas mit Sky und Sport.
sag bloß. Alter. Aber ehrlich, was seid ihr los, ey? Ja, denke ich mir gerade auch. Einfach Überliege, weil ich hier nicht wissen. Nee, das ist kein Überlieger. Ich hab keine Ahnung, was da hinterm Zaun ist. Wir sitzen auf dem Zaun und trinken Bierchen. Naja, so war ich bei mir, so PHB. Julia! Julia! Nein. Ich kenne nur BHB. Jedenfalls war ich bei ihm, hab mit ihm gequatscht. Er hat gesagt, ja, ich mach das dann mal fertig. Und während mich dann bei hier dann war ich bei der FFG beim Einstellungstest, der hat sich dann direkt 2 Tage später gemeldet, ja, komm vorbei, kannst du einen abholen. Und
langsam parkt. Nein. Bitte. Das war nicht. Ich muss das hinbekommen. Ich will mal gucken, wann er einsetzt in der Arena. Ja, mach auch. Jedenfalls. Die kriegen das gleiche und Leitstelle ist tausendmal stressiger, als du fährst mit deinem blaulichten Auto ein bisschen durch die Weltgeschichte. Oder ab und zu mal fährst du B-Wagen. Ich weiß nicht, welches Pokémon ich da reingesetzt habe, außer ein Gratini. Ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft, aber bei uns ist das so, dass die Leute, die diesen Wagen fahren, auch nicht schlecht in der Leitstelle übernehmen. Bei uns ist die Verlängerung nur Auto mit Blaulicht. Schwarze. Wegen Verputzi ist das. Ja, hast du aber noch nicht. Und? Bei uns ist die Betriebslenkung nur dieses Blaulichtauto oder B-Wagen. Also bei euch ist das die Einsatzwagen oder so. Verstärker. Verstärker oder Reserve. Reservist. Ja. Das macht die Betriebslenkung. Leitstelle ist Leitstelle. Es kann mal passieren, dass man die mal bedient. Leitstelle muss da aushelfen, weil nur der Mann Urlaub und krank. Ja, nee, weil bei uns ist das so, dass Schenefeld hat bis irgendwie um 1 um 2 in der Nacht einen, der da auf dem Hof sitzt, der da rausfährt und was weiß ich mal, Licht austauscht oder sonst irgendwas macht, ne, alles koordiniert und danach sitzen zwei Leute in der Leitstelle in Bergedorf und wenn irgendwas los ist, und dann muss einer raus und der andere macht dann den kompletten Einsatzbereich. Das ist so, das ist alles Einsparmaßnahmen. Wir hatten mal nachts, ich glaube, also bis 2 Uhr waren die nachts noch zu viert und ab da waren sie zu dritt. Aber um 4 Uhr kam schon wieder die erste Frühschicht dazu. Das heißt, du hattest wirklich nur 2 Stunden, wo du keine 4 Leute hast. Ja, und jetzt hast du 2 und wenn du Pech hast, hast du über mehrere Stunden nur ein in der Leitstelle, weil der andere draußen konnte. Die erste Frühschicht ist Reserve bei den Umblinden, ne? Überall. Frühschichten um 3:33 Uhr. Unsere ersten Frühschichten sind immer Reserveschichten. Ja. Die ersten beiden, glaube ich. Das bedeutet, wir haben immer die erste Frühschicht hat immer dieselbe Anfangszeit wie die zweite Frühschicht. Eine davon ist Frühreserve, die halt hier und da mal eine Runde fahren muss für die Leute, die verschlafen. Der Mann versteht. Nur 72 Schilder. Ich muss gar nichts. Sag das mal bitte. Wenn ich muss, dann weiß ich, wo ich das Klo bin. Sag das mal bitte. Ja, komplett flauschig am Arsch. Danke sehr. Kannst du aufpassen.